Moin, moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit Dutt und Dat. Ich grüß jou. Ich weit. Eigentlich habe ich ja noch eine ganze Weg lang Tiet, aber über Pfingsten ist nur so viel passiert, das hole ich ansonsten nicht gut. Also, zu Anfang muss ich nur erstmal meinen schönen Schriftwimpel hier von FC Bayern München wieder abbrechen. Also, ich habe doch eine Kuh mehr mit Recht. Das kann ich schon versprechen, weil ihr habt heute einen ausführlichen Sportbeitrag. Aber erstmal werden was anderes. Geht das bloß in Deutschland so? Oder können wir das vielleicht irgendwo anders so hinbekommen? Ich meine in Russland. Sie hat das sicherlich mitbekommen. In Frankfurt, da hat sich ein Kerl mit seinen schwatte Mercedes-Limousinen in den Begleitschutz von Olaf Scholz in Reit und ist so unkontrolliert mit ob das Flugfeld kommen. Ist ut sein Auto ut stegen, ist ob Olaf Scholz taugern, hat ihm die Hand schürt, hat ihm umarmt und knein ein, hat ihm abholen. Das ganze Sicherheitsteam, das hat pennt. Wann ist Olaf Scholz denn wohl das letzte Mal so richtig umarmt worden? Das hätt ihm doch sicherlich auch gaut dann. Aber wat ich mi frag, kann man dat vielleicht auch in Russland hinbekommen? Ich mein so mit unseren Wladimir Putin. Man müsste bloß bi die Umarmung n betten dülle Tau drücken. In dat osmanische Grotrieg, dort sind schon nu Präsidentschaftswahl abholen worden. Das hätte sogar eine Opposition gegeben. Erdogan, also der Großmogul und Herrscher von den Dusen Zimmer, der hätte gedacht, das war kein Problem. Er hätte aber nicht damit recht, dass die Opposition sich verbünden deit. Also knapp ist das worden. Das hätte sogar jetzt über Pfingsten noch eine Stichwahl gegeben. Aber nun hat er gewonnen und kann viel für Wiege korrumpieren. Also er sagt regieren. Katastrophale Tauschstände in das ganze Land, besonders dort, wo das Erdbeben wähnt ist. Eine abgespaltene Bevölkerung, Inflation, die kaum noch to beschrieben ist, Flüchtlingslage, die kaum noch to überkicken sind, wer upmuckt, die kommt in Knast. So, und so ein Präsidenten, dann habt ihr doch Wette Welt. Besonders wie uns deutschen Türken hat er hier eine große Unterstützung. Zwei Drittel habt im Wetter Welt. Also, freilobende Heune, die stimmen für Käfighaltung. Und hei boykottiert Europa. Will aber morgen werde Geld ut Brüssel. Und in Brüssel, da weit man je, da wo dat Geld hinschallt, da kommt dat überhaupt nicht an. Bevor wir nu glicks zu Sport kommt, ich bin da so abgeregt, will Helmut ju aber noch mal was vertellen. Helmut! Moin, hier ist wieder Helmut. Mann, hab ich mich abgeregt, lässt du weg. Ich will mit min Lüt Moped in der Stadt, um noch so ein paar Besorgungen zu machen. Und dann bin ich batz achte den Bus zu feuern kommen, also die auch in der Stadt wohl. Boah, hab ich gedacht, ist nicht ganz so schlimm. An der nächsten Bushaltestelle kann ich dann schon überholen. Von wegen. Die neuen Bushaltestellen, die sind schon immer durch, wo die neuen Straßenquerungen sind. Du kommst doch nicht an vorbei. Ja, so flink ist mein Moped ja auch nicht mehr. Aber ich hab gedacht, das reicht noch für Überholen zwischen die Ortschaften. Von wegen. Jemals, wenn ich mit meinem Moped achte den Bus oder den Windschatten rut kommen bin, hätt mir die Gegenwind zum Betten wieder trügschmetten. Ich will aber auch nicht abgeben und deshalb können die,
Die achte Mission auch nicht überholen. Ich hef mi obrecht, achte mi heb se tut. Hat wei denn endlich in der Stadt wollen, hätte den meist noch ein Gerangel geben. Mi is aber dur achte den Bus, wird opfallen. Busfuhre, warte söcht, ich mein Stadtje Mittelwil, an jeden Bus. So, und dat will ich nu warn, Busfuhre. Ich löf, dat wat gaut, den brug ich mir auch nicht so obrägen, dat mag vielleicht sogar Spaß. Wenn ich denn sei, achte mi, da baut sich langsam wat ob und ich hef dat eins in der Hand. In und ut stiegen will zwar keine, aber dafür kommt wer in der Bushaltestelle. Und achte mi, da sind eist spinnig lü mit dem Vortüch. Also, dat reckt mi noch nicht. Wett du Bescheid? Helmut, Helmut, also bi dat nächst Gerangel, du bist du dabei. So, wer kommt nu tolle Sportnachrichten? Du hab ich ja die ganze Zeit obluert. Mann, 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 wollt dat einwecken in? Wer denkt sich eigentlich so wat ut? Mock weiß mal die erste Liga. Mien FC Bayern München hier is mal werde Meister worden. Dat 33. Mal nu al 11 Mal achten anne. Dobby hat Dortmund doch bloß Torhus gewinnen brugt. Mede verschaden, sich in Gegenzug der 2-0 in Fungen, an Ende hat bloß ton 2-2 regt. Und Bayern, die unbedingt gewinnen müssen, fangt sich Kottverschluss dat 1-1 in. Dat haden werde für Dortmund regt. Musiala wat ihn wesselt und schütt noch feie Minuten in der 89. Minute dat 2-2 ein. Meiste. Und Dortmund kickt mal wieder in die Röhre. Ich meine, sie könnten ein Gemeist Light Down. Eins wohl vorbereitet und denn so wat. Ich löf, Dortmund will nu wie dat Heimtrikot die schwatten Streifen in der nächsten Saison dort 3 schwatte Punkte ersetten. Ach ja, und ganz nebenbei, und dat is in meinen Augen dat beste Ergebnis, wo die FC Bayern München dort jort verstanden krägen hätt, heb se Oli Kahn und Hasan Salihamidzic rutschmetten. Bratzo, der hätt dat kapiert und auch akzeptiert, Oli Kahn aber wohl nicht. Die is wohl, so wat vertellt, so utrastet, dat se ihm die Teilnahme an de meiste 4 und den Mitreis nach Köln verbahren hebt. Zweite Liga. Das Drama um ihn sehr verschätzten HSV, das ist ja kaum zu glauben. Also Platz 3, die Relegation, die wohl sicher. Wie ein Sieg in Sandhusen und eine gliedtätige Niederlage von Heidenheim in Regensburg können aber noch der direkte Abstieg klarmacht werden. Und genauso wollt denn ihr auch wieder ein Schlusspiep in Sandhusen. Wenn dat bi Heidenheim nicht noch 11 Minuten Nachschlag geben ha. Davon hebt sich die HSV-Fans aber nicht abholen lassen und hebt dann Platz in Sandhusen stürmt und in Beschlag nommen. Und in den Gloven die HSVs absteigen, hebt sie den Viert. Und Heidenheim hätt doch tatsächlich das Kunststück fertig kriegen, in den Nachspieltiet noch 2 Tore zu scheiden. Und HSV, wo werde auf Platz 3, also in Relegation gegen Stuttgart. Das ist schon ein Kunststück. Das musst du erstmal so hinkriegen. In meinen Augen
schafft so wird bloß die HSV. Ob sie auch die Relegation schafft, dat möt wir nu erstmal affluren. Sie möt nu auch erstmal affluren, wahrscheinlich werden drei Wecken, dat woi wir den Plattkanal mit dort und dat, geneigt die Tiet, Latterat Gautgarn, ich bin Jürgen Müller.